Herzlich willkommen bei kaputt.de. Auf kaputt.de findet ihr Ersatzteile zum Selbstreparieren. Heute zeigen wir euch, wie ihr beim Samsung Galaxy S7 das Induktionslademodul austauscht. Die Reparatur ist recht einfach und dauert für Laien eine gute halbe Stunde. Die Reparatur geschieht auf eigene Gefahr. Als Ersatzteile für die Reparatur benötigen wir eine Backcover-Klebefolie sowie ein neues Induktionslademodul. Als Werkzeuge nutzen wir einen Spatscher, einen Kreuzschraubenzieher, einen Saugnapf, ein Plektrum, eine Spielkarte und einen Föhn. Ein einfacher Haarföhn reicht. Bitte schaltet das Handy aus. Als erstes erhitzen wir mit dem Föhn die Rückseite des Handys, damit sich der Kleber aufweicht. Anschließend hebeln wir das Backcover mit Hilfe des Spatschers, dem Plektrum und einer Spielkarte an der Seite vom Handy ab. Dieser Vorgang kann ein paar Minuten dauern. Falls es schwer geht, kann man die Rückseite auch erneut mit dem Föhn erhitzen. Nun entfernen wir die Klebespuren an den Seiten des Mittelrahmens. Jetzt entfernen wir die drei Schrauben, mit denen das Antennenmodul befestigt ist. Nun lösen wir das Antennenmodul mit Hilfe des Spatschers. Im Anschluss lösen wir die fünf Schrauben, mit denen das Induktionslademodul verbunden ist. Jetzt nehmen wir das Induktionslademodul heraus und setzen das neue ein. Anschließend drehen wir die fünf Schrauben des Induktionslademoduls wieder ein. Nun legen wir das Antennenmodul ein und schrauben es wieder an. Nun machen wir das Handy einmal an, um zu überprüfen, ob alles funktioniert. Schließlich reinigen wir das Backcover so gut wie möglich mit Reinigungsmittel und zur Not auch mit dem Föhn. Wir kleben die Backcover-Klebefolie auf das Cover. Hier in unserem Video ist sie schon drauf. Abschließend ziehen wir die Folie ab und pressen beide Seiten des Handys zusammen.
Für optimalen Halt führen dir das Backcover noch einmal. Fertig. Freut uns, dass ihr selbst repariert habt. Auf unserer Reparaturplattform findet ihr die passenden Ersatzteile. Falls ihr nicht weiterkommt, schreibt uns oder geht auf kaputt.de und lasst euer Gerät von ausgewählten Reparateuren reparieren. Wir wünschen euch einen unkaputtbaren Tag.